Heute mal ein Feed aus aktuellem Anlass und zwar zum Tod von Kascha Lehnhardt. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat da heute einen Tweet abgesetzt und festgestellt, dass die Obduktion von Kascha Lehnhardt keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben hat. Das heißt, sie ist nicht umgebracht worden. Immer wieder ist in den letzten Tagen in den sozialen Netzwerken kolportiert worden, sie wäre umgebracht worden. Und dass die Obduktion und die weiteren Untersuchungen in der Rechtsmedizin nicht sauber abgelaufen seien. Und das ist auch der Grund, warum ich mich hier in Abstimmung mit der Berliner Staatsanwaltschaft zu Wort melde, weil ich nämlich die Obduktion selbst durchgeführt habe. Und so eine Obduktion macht man nicht alleine im stillen Kämmerlein. Es sind nach Strafprozessordnung immer zwei Obduzenten vorgeschrieben. Es ist eine Sektionsassistentin oder Sektionsassistent dabei. In diesem Fall war auch noch eine Vertreterin des Berliner Landeskriminalamtes bei der Obduktion im Sektionssaal anwesend und auch diverse Mitarbeiter der Berliner Rechtsmedizin. Ich mache jetzt seit 25 Jahren Rechtsmedizin. Ich bin seit 20 Jahren Professor für Rechtsmedizin und ich habe in Bosnien und im Kosovo für den Internationalen Gerichtshof Opfer von Genoziden, von Massentötungen im Jugoslawienkrieg identifiziert, untersucht. Ich war in Kamerun im Auftrag von Interpol, habe dort einen Bischof obduziert, der angeblich umgebracht wurde. Ich war in ehemaligen Sowjetrepubliken für Menschenrechtsorganisationen unterwegs und habe Gutachten erstattet, die sich kein anderer traute zu erstatten in dieser Zeit. Und deshalb ist das, was mir und meinen Mitarbeitern in den letzten Tagen aus den sozialen Netzwerken zum Teil entgegenschwingt, eigentlich ziemlich erbärmlich und wirft auch so ein bisschen ein Licht auf die Leute, die sowas behaupten, dass wir nämlich korrupt seien, käuflich seien, dass wir unsere Gutachten nicht nach bestem Wissen und Gewissen erstatten würden. Und das trifft einen ziemlich hart, gerade wenn man das so lange macht und sich auch dieser Rechtsmedizin, diesem Fach so verschrieben hat. Ein funktionierender Rechtsstaat ist immer abhängig von einer objektiven und nach neuesten wissenschaftlichen Gesichtspunkten arbeitenden Rechtsmedizin. Und das ist in Deutschland tatsächlich der Fall. Es kann sich jeder darauf verlassen, dass die Obduktion von Kascha Lehnhardt unabhängig und gewissenhaft durchgeführt wurde und die Ergebnisse völlig transparent und unverfälscht auch an die Staatsanwaltschaft kommuniziert wurden. Und zum Abschluss vielleicht noch ein Hinweis, der Tod, das wird sich jeder vorstellen können oder jeder hat schon erlebt, der Tod eines nahen Angehörigen ist für die Familie unheimlich schmerzhaft, gerade wenn es nicht sich natürlich um so einen jungen Menschen handelt. Aber noch schlimmer sind Gerüchte und Gerede. Und deshalb mein Hinweis als Rechtsmediziner mit 25 Jahren Erfahrung, manchmal muss man die Toten einfach ruhen lassen.